Mr. Mike. Yo, das ist der Mike. Heute habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kleines Tutorial zum Alley-Oop. Ich habe auch ein kleines, geiles Mixtape zu einem Alley-Oop gemacht. Damals war ich mit Mr. Hangtime unterwegs. Mr. Hangtime kann richtig geil danken. Mr. Hangtime kann richtig geile Alleys annehmen. Checkt es aus, ist hier verlinkt am Ende des Videos. Ey, das ist auf jeden Fall mal auschecken. Das ist wirklich nice, das Mixtape. Ist schon ein paar Jahre alt, aber das macht halt wirklich Spaß, wenn du jemanden hast, der danken kann und der so gut danken kann, dass er auch die Alleys annimmt. Ne? Ein Alley-Oop, das Grundprinzip. Ne? Wir gehen jetzt aber mal vom Selbst-Alley-Oop aus, auf sich selber. Und zwar ist er das Ding, wenn du jetzt den Ball bekommst. Ne? Jetzt kannst du dir hier entscheiden. Dribbelst du? Oder legst ihn dir zum Beispiel auf, könntest du ja machen, wenn kein Verteidiger da ist und dir den Ball fängt. Ne? Du dürftest ja jetzt zum Beispiel den Ball vorne hinschmeißen, dass er einmal aufkommt und dann dürftest du ihn in der Luft fangen und wenn du in der Luft bist, ihn gleich reinlegen. Ne? So zum Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel ein Alley-Oop. Als Beispiel. Ich mache demnächst, eigentlich heute noch, ein Video mit einfachen Alley-Oops zum Nachmachen. Das habe ich früher in meiner Kindheit, das war einfach das Coolste überhaupt, der Alley-Oop. Der Alley-Oop-Pass, das war eigentlich schon immer der coolste Pass überhaupt. Früher, als du noch so 12 Jahre alt warst, ne, allein ein Alley-Oop-Pass, konnte natürlich keiner danken, aber allein der Alley-Oop, Alley, weißt du, schon immer beim Fastback, Alley, das war der coolste Abschluss, den du machen konntest. Wisst ihr das, kennt ihr das, Jugendliche unter euch, auch ältere Generation, wenn ihr zurückdenkt an eure Kindheit, so, der Alley einfach nice. Und ich habe viel experimentiert, ausprobiert natürlich so, was kann man machen, wie kann man kreativ sein, was ist ein cooler Showfaktor, alles mögliche. Der Alley-Oop ist einfach nice, ne? Vor allem so Alley-Oops auf sich selber. Allen Iverson hat mal so einen coolen Alley-Oop gemacht auf sich selber. Fastbreak gelaufen im All-Star-Game, er täuscht so an, als würde ihn loslassen. Er schmeißt ihn nur hoch und dann nimmt er ihn nochmal selbst. Kennt ihr den? Auch legendär. Wird er hier vielleicht eingefügt, Mike? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Der Alley-Oop, Alter. Ich check das Video aus, wo ich ein paar Alley-Oops vorschlage, ein Tutorial nochmal so zu den richtigen Alley-Oops. Auch ein bisschen Slow-Mo und so. Gut für zum Beispiel ein Horse-Game. Ne? In einem Horse kannst du einen guten Alley-Oop auf dich selber immer gut präsentieren. Und was ich auch sehr gerne mache, ist der Self-Alley-Oop ans Backboard, wenn du einen Verteidiger hast. Ne? Zum Beispiel, du dribbelst. Ne? Du hast einen vor dir. Mache ich bei Mario sehr gerne. Es funktioniert natürlich nicht jedes Mal, aber doch. Jetzt bist du im Bedrängnis, du kannst nicht mehr werfen. Was ist deine einzige Chance? Er steht vor dir, du gehst unten durch, legst ihn dir ins Backboard und legst den Alley. Der Alley war jetzt natürlich nicht sauber, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist auch das Backboard so klein, ne? Man muss nur die richtigen Ausreden finden und schon kommt man aus der Nummer raus. Ihr wisst schon. Ey, und ich weiß noch eins, der Mario früher hatte eine Angriffvariante, da war er noch wirklich topfit. Ey, er ist gezogen, ne? Er hat angetäuscht, als würde er werfen. In dem Moment gehe ich auch ein bisschen hoch. Er legt ihn sich ans Backboard und hat ihn gestopft. Das war echt. Habe ich da einen auf Video, glaube ich? Ey, das war so nervig, weil mehr gedemütigt werden konntest du in der Hinsicht gar nicht. Das war echt fies. Zum Glück war damals nicht oft die Kamera am Start. Okay, was heißt schade? Mario, ne? Mario, da hätte ich von Mario und mir alles gefilmt. Ey, da wäre mein YouTube-Kanal auf einem anderen Level, glaube ich. Wirklich, ohne Scheiß, so. Egal, Sprite-Challenges, alles Mögliche, so, ey. Jetzt, ohne hier angeben zu wollen, aber ihr wisst es ja, ne? Coolste Aktionen, da hast du keine Kamera dabei. Mittlerweile natürlich gehe ich sogar aufs Klo, habe die Kamera mit dabei, verstehst du? Hast dein Handy ja dabei, immer. Damals war das noch nicht so, das ist der VHS-Kassettenrekorder. Wir kommen vom Thema ab, ich merke schon, tut mir leid. Jedenfalls, der Alley-Oop. Eins zeige ich euch noch, was ich sehr gerne mache. Ich ziehe rein, gebe mir den Alley-Oop hinterm Rücken nach vorne und dann between the legs. Jetzt bin ich gespannt, ob ich es schaffe, weil gleich mal die Ausrede jetzt vorne hinweg. Ich bin noch nicht warm. Ja, siehst du, ich bin halt noch nicht warm. Was soll ich machen? Aber kommt noch. Das Video dazu kommt jetzt gleich. Checkt das aus, Tutorial zu ein paar Ideen, die ihr nachmachen könnt, weil das ist ja auch erstmal die Sache. Du brauchst eine Idee. Es hilft dir nichts, wenn du keine Ideen hast. Ne? Du hast eine Idee, dann probierst du es nachzumachen, dann schaffst du es ein paar Mal und dann, wenn dich der Ehrgeiz wirklich packt, versuchst du es zu perfektionieren. Deshalb muss ich den jetzt nochmal probieren. Ja, scheiße, Alter, was ist hier los? Das kann jetzt nicht sein. Aber hier liegen auch Glasscherben, das bringt mich alles raus. Siehst du, geht doch. Da kann ich dir gleich mal sagen, was der Fehler war. Ich habe ihn hinter den Rücken genommen, habe ihn mit zwei gefangen. Du musst ihn hinter den Rücken und mit einem.
dann geht es nämlich leichter. So hast du mehr Kontrolle, finde ich. Bei mir ist jetzt natürlich auch das Ding, ich bin alt. Sprungkraft ist dann nicht mehr so. Es gibt Leute, die stopfen den in dem Elli. Leck mich am Arsch. Geht so und bam. Anderes Level bin ich natürlich nicht, aber die Idee alleine, immer wieder lustig. Also, Feedback geben, eure Meinung. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram eure Alley-Oops zeigen. Checkt das Video aus mit meinen Alley-Oops. Das mache ich jetzt hier gleich. Da werde ich auch ein bisschen warm, ein bisschen Übung, ein bisschen Springen üben, alles Mögliche. Deshalb ist das auch so cool, finde ich, Alley-Oops zu üben. Das ist gut für Sprungkraft, für Koordination, für ein Finish. Das ist wirklich, das ist keine verschwendete Zeit, einen Alley-Oop zu lernen, zu üben. Meiner Meinung nach, weil der Abschluss wird dadurch besser und dein Gefühl beim Abschluss. Deshalb probiert es aus. Habt Spaß dabei, auch sehr wichtig. Ohne Spaß wirst du es nicht lange machen. Da muss ich auch noch ein Video dazu machen, weil ich so viele Jugendliche kenne, die voll durchziehen mit 14, 16 Jahren und mit 25, 22 Jahren haben sie schon wieder aufgehört. Ich mit 12 Jahren angefangen, jetzt bin ich 38, werde bald 39. Immer noch die Liebe pur Basketball. Es ist, ja Mann. Hier, Mann. Feedback geben, eure Meinung. Halt übrigens noch, habe ich schon gesagt, die And1-Shirts bei Carlo. Videobeschreibung auschecken, Carlos Shop, And1, das ist alles And1. Hier, ich bin komplett And1. Schuhe, Socken, Hose, nice. Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Bö. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. 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 Yo, Mr. Mike, Mike, Mike.